Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Liebe Schwestern und Brüder an den Bildschirmen, ich begrüße Sie ganz herzlich zur Feier des Sonntags, vierten Sonntag des Jahreskreises, von wo immer Sie uns auch zuschauen wollen. Ich finde es schön und bewegend, immer wieder zu sehen und zu erfahren, wo die Menschen die Gottesdienste empfangen können. Am letzten Sonntag hatten wir sogar eine Rückmeldung aus Amerika. Das freut uns natürlich sehr. Seien Sie uns also herzlich willkommen. Wir übertragen diesen Gottesdienst heute aus der Kirche Maria Himmelfahrt in Sindeldorf. Sicher, Schwestern und Brüder, kennen Sie sicher Augenblicke und Momente, in denen alles ist, wie es immer ist. Vielleicht schon seit Tagen, seit Wochen, seit Jahren, seit Jahrzehnten. Und auf einmal, da passiert etwas ganz Besonderes. Da hat man ein sogenanntes Aha-Erlebnis. Und so geht es heute im Evangelium auch den Besuchern der Synagoge in Kapharnaum. Wollen miteinander Gottesdienst feiern, wollen miteinander auf das Wort Gottes hören, Tod und Auferstehung unseres Herrn feiern und uns stärken für unseren Alltag, für unser Leben, für das, was der Alltag so alles bringt. Zu Beginn eines jeden Gottesdienstes lädt uns Jesus ein, das, was uns belastet, vor ihn zu bringen, dass er uns sein Erbarmen schenken kann. Und so lade ich ein, dass wir einen kurzen Augenblick der Stille halten und dass wir Christus dann im Kyrie in unserer Mitte begrüßen, damit er uns sein Erbarmen schenken kann. Thank you.
Lasset uns beten. Gott, unser Vater, wir sind dein Eigentum und setzen unsere Hoffnung allein auf deine Gnade. Bleibe uns nah in jeder Not und Gefahr und schütze uns. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Deuteronomium. Mose sprach zum Volk: Einem Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte unter deinen Brüdern erstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören. Der Herr wird ihn als Erfüllung von allem erstehen lassen, worum du am Horeb, am Tag der Versammlung, den Herrn, deinen Gott, gebeten hast, als du sagtest: Ich kann die donnernde Stimme des Herrn, meines Gottes, nicht noch einmal hören und dieses große Feuer nicht noch einmal sehen, ohne dass ich sterbe. Damals sagte der Herr zu mir: Was sie von dir verlangen, ist recht. Einen Propheten wie dich will ich ihnen mitten unter ihren Brüdern erstehen lassen. Ich will ihm meine Worte in den Mund legen und er wird ihnen alles sagen, was ich ihm gebiete. Den aber, der nicht auf meine Worte hört, die der Prophet in meinem Namen verkünden wird, ziehe ich selbst zur Rechenschaft. Doch ein Prophet, der sich anmaßt, in meinem Namen ein Wort zu verkünden, dessen Verkündigung ich ihm nicht geboten habe, oder der im Namen anderer Götter spricht, ein solcher Prophet soll sterben. Wort des lebendigen Gottes. Seiner Frau gefallen. So ist er geteilt. Die unverheiratete Frau aber und die Jungfrau sorgen sich um die Sache des Herrn
um heilig zu sein an Leib und Geist. Die Verheiratete sorgt sich um die Dinge der Welt. Sie will ihrem Mann gefallen. Dies sage ich zu eurem Nutzen, nicht um euch eine Fessel anzulegen, vielmehr, damit ihr euch in rechter Weise und ungestört immer an den Herrn haltet. Wort des lebendigen Gottes. Nicht wie die Schriftgelehrten. In ihrer Synagoge war ein Mensch, der von einem unreinen Geist besessen war. Der begann zu schreien: Was haben wir mit dir zu tun, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns ins Verderben zu stürzen? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Da drohte ihm Jesus: Schweig und verlass ihn. Der unreine Geist zerrte den Mann hin und her und verließ ihn mit lautem Geschrei. Da erschraken alle, und einer fragte den anderen: Was ist das? Eine neue Lehre mit Vollmacht? Sogar die unreinen Geister gehorchen seinem Befehl. Und sein Ruf verbreitete sich rasch im ganzen Gebiet von Galiläa. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Auszulegen. Wir müssen uns die jüdischen Gottesdienste ein bisschen anders vorstellen als bei uns die Heilige Messe. Denn jeder erwachsene Mann, der hatte im jüdischen Gottesdienst das Recht, die Schrift auch auszulegen. Und sicher war es so, dass es da ein bisschen munterer zuging als bei uns im Gottesdienst, wo das ja nur der Pfarrer tut. So war es also auch an diesem Schabbat, dass Jesus im Gottesdienst war und dass die Heilige Schrift ausgelegt wurde. Ich glaube, dass die Juden aber sehr zurückhaltend waren mit ihrer eigenen Meinung und eher doch den einen oder anderen Schriftgelehrten zitiert haben, hinter dem sie gestanden haben. Ja, und jetzt kommt dieser Jesus und
Und auf einmal merken und spüren alle, die im Raum sind, dass jetzt was anders ist. Dass einer nicht die Schriftgelehrten zitiert, sondern dass jemand von Gott als seinem Vater spricht und die Worte aus der Heiligen Schrift ganz anders auslegt. Vermutlich mit viel Leidenschaft, mit viel Liebe, mit viel Empathie. Authentisch. Und alle, die drumherum sind, die wundern sich. Und es gibt einen Mann in der Synagoge, der von einem unreinen Geist besessen ist. Unreine Geister. Gibt es die wohl auch in unserer heutigen Zeit? Ich möchte nicht von Satan und Teufel sprechen, aber was mir so einfällt zu diesem Thema unreine Geister, das sind die Geister, die uns immer wieder blockieren, die uns immer wieder am Leben hindern. Ich würde sagen, die Ja-Aber-Geister. Sie kennen sie sicher alle. Irgendwo im Herzen, da merkt man, spürt man, dass man was tun muss. Vielleicht was Neues, vielleicht was, was man noch nie getan hat. Und dann aber irgendwo, da gibt es diese Ja-Aber-Geister, die einem immer wieder signalisieren, ist das denn gut, was du da machst? Oder ist es nicht gut, wenn alles so bleibt, wie es immer ist? Schwestern und Brüder, Gott hat uns zur Freiheit berufen. Gott will, dass wir das Leben in Fülle haben. Und Gott will, dass wir uns das trauen, dass wir auch mal neue Wege gehen. Dass wir darauf vertrauen, dass wir Gott an unserer Seite haben. Und dass wir dadurch fähig sind, unser Leben zu gestalten, zu meistern, unser Leben liebevoll zu leben. Und vielleicht auch das eine oder andere Mal neu zu wagen. Vielleicht kann das ja ein Impuls für Sie sein, für die kommende neue Woche. Wie gesagt, vielleicht merken Sie und spüren Sie in Ihrem tiefsten Inneren schon lange, dass Sie was verändern möchten. Aber Sie trauen sich nicht. Ja, aber, sagen die anderen, es könnte alles passieren. Es gibt tausend Ja-Aber-Geister. Aber trauen wir uns? Versuchen wir das in der Botschaft Gottes zu leben, an dem Platz, an den Gott uns gestellt hat. Immer liebevoll und gut miteinander um, stärken wir uns, stehen wir uns gegenseitig bei. Und wie gesagt, probieren wir vielleicht auch mal das eine oder andere Neue aus. Und trauen wir auch was, damit unser Leben lebendig wird. Dass wir spüren, dass wir mit einem Gott unterwegs sind, der uns was zutraut. Immer wieder neu. Amen. Bekennen wir unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gott spricht das erste und das letzte Wort. Leicht überhören die Menschen es, doch es wirkt. Zu Gott mit seinem Heiligen Geist lasst uns beten. Antwort zu den Fürbitten lautet: Und das Antlitz der Erde wird neu. Wir verkünden und feiern Gottes Wort. Beten wir für alle, die am Sonntag des Wortes Gottes und am ökumenischen Bibelsonntag neu auf die gute Nachricht hören. Wir beten für die kleinen und großen Propheten unserer Tage. Sende aus deinen Geist, und das Antlitz der Erde wird neu. Wir erinnern und gedenken, wir beten für alle, die die Erinnerung wachhalten an die Opfer des Holocaust und des Nationalsozialismus. Wir beten um Kraft für alle, die aufklären und Widerstand leisten gegen Diskriminierung und Gewalt und um einen guten Geist des Miteinanders. Sende aus deinen Geist. Und das wir sehen die durch Corona wachsende Kluft zwischen armen und reichen Menschen und Ländern. Wir wissen uns verbunden mit denen, die jetzt noch ärmer werden, auch in Kleinbetrieben, Gastronomie und Kultur. Wir bitten Gott um Gerechtigkeit und Frieden. Sende aus deinen Geist. Und das Antlitz der Erde. Am Dienstag feiern wir das Fest Darstellung des Herrn, Mariä Lichtmeß. Wir weihen die Kerzen und zünden Licht an für die Menschen in den Flüchtlingslagern, in den Intensivkliniken und Seniorenheimen. Wir bitten Gott um sein Licht und um frohmachende Begegnungen. Sende aus deinen Geist. Und das Antlitz der Erde. Heilschaffender Gott, dein Wort schenkt Kraft und erfüllt uns mit Licht. Wir danken dir und preisen dich heute und bis in deine Ewigkeit. Amen. Thank you.
auf deinen Altar. Nimm sie entgegen und mach sie zum Sakrament unserer Erlösung. Da bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unser Gott. Das ist würdig und recht. Wir danken dir, treuer Gott und barmherziger Vater, für deinen Sohn Jesus Christus, unser Herrn und Erlöser. Er hat ein Herz für die Armen und die Kranken, die Ausgestoßenen und die Sünden, den Bedrängten und den Verzweifelten war er ein Bruder. Sein Leben und seine Botschaft lehren uns, dass du für deine Kinder sorgst, wie ein guter Vater und eine liebende Mutter. Darum rühmen wir deine Güte und Treue und singen mit allen Engeln und Heiligen das Lob deiner Herrlichkeit. Sende deinen Heiligen Geist über die Gaben von Brot und Wein. Erheilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut unseres Herrn Jesus Christus. Am Abend vor seinem Leiden nahm er beim Mahl das Brot und sagte dir Dank, brach das Brot, reichte seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinkt, esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünde. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Dein Tod, o Herr, verkünde mir, deine Auferstehung weist mir, bis du kommst in der Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes, der uns erlöst hat. Durch sein Leiden und seinen Tod am Kreuz hast du ihn zur Herrlichkeit der Auferstehung geführt und ihn erhöht zu deiner Rechten. Wir verkünden dieses Werk deiner Liebe, bis er wiederkommt.
bring dir das Brot des Lebens und den Kelch des Segens dar. Wir feiern das Opfer Christi, das er uns anvertraut hat. Er hat sich für uns hingegeben und schenkt uns Anteil an seinem Leib und Blut. Wir bitten dich, schau gütig auf die Gabe deiner Kirche und gib, dass wir im Geist deiner Liebe für immer verbunden bleiben, mit ihm und untereinander. Barmherziger Gott, vollende deine Kirche im Glauben und in der Liebe, unseren Papst Franziskus und unseren Bischof Gebhard, alle Bischöfe, Priester und Diakone und das ganze Volk, das du dir erworben hast. Öffne unsere Augen für jede Not. Gib uns das rechte Wort, wenn Menschen Trost und Rat suchen. Hilf uns zur rechten Tat, wo Menschen uns brauchen. Lass uns denken und handeln nach dem Wort und Beispiel Christi. Mache deine Kirche zu einem Ort der Wahrheit und der Freiheit, des Friedens und der Gerechtigkeit, damit die Menschen neue Hoffnung schöpfen. Vater, erbarme dich unserer Brüder und Schwestern, die im Frieden Christi heimgegangen sind, und aller Verstorbenen, deren Glauben du allein kennst. Lass sie dein Angesicht schauen und schenke ihnen das Leben in Fülle. Wenn unser eigener Weg zu Ende geht, nimm auch uns für immer bei dir auf. Lass uns zusammen mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit den Aposteln und den Märtyrern, der heiligen Hanna, dem heiligen Simeon, dem heiligen Blasius, dem heiligen Don Bosco und mit allen Heiligen dich loben und preisen durch unseren Herrn Jesus Christus. Mit ihm und in ihm und durch ihn ist ihr Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es. Deshalb dürfen wir voll Vertrauen miteinander und füreinander beten, wie Jesus selbst uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zur Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit, Ewigkeit. Amen. Als Jesus im Stall von Bethlehem geboren wurde, da haben die Engel den Hirten den Menschen Frieden verkündet. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche. Schenke nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geist. Schau einander an mit den Augen des Friedens. Nick mal einander zu, so kann Frieden sein, so kann Frieden werden. Thank you.
Seht, Christus, das Lamm Gottes, er nimmt hinweg die Sünde der Welt. Herr, im Danklied gerade ist das schon angeklungen. In der nächsten Woche feiern wir das Fest der Darstellung des Herrn oder auch, wie man im Volksmund sagt, Maria Lichtmess. 40 Tage sind schon wieder vergangen, seit wir
miteinander Weihnachten gefeiert haben. Jesus wird von seinen Eltern in den Tempel gebracht und Simeon und Hanna erkennen in Jesus den Sohn Gottes, der die Welt erlösen soll. Ihnen geht sozusagen ein Licht auf. Schöne, gute Tradition, dass wir an diesem Fest Kerzen segnen. Ich finde es auch immer schön, wenn die Kerzen zum Gottesdienst mitgebracht werden in diesem Jahr, alles so ein bisschen anders aufgrund von Corona. Aber dennoch wollen wir die Kerzen segnen, wollen wir es virtuell machen. In Sindeldorf ist das eine liebe und gute Tradition, dass wir an diesem Fest die ewigen Lichter, die wir jetzt im kommenden Jahr bis zum nächsten Fest entzündet, segnet. Das möchte ich jetzt gern tun, und wenn ich diese ewigen Lichter segne, dann, wenn es Ihnen wichtig ist zu Hause, dann werden Ihre Kerzen auch gesegnet. Wollen wir jetzt miteinander tun. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Gott, du Quelle und Ursprung allen Lichtes, du hast am heutigen Tag dem Greisen Simeon Christus geoffenbart als das Licht zur Erleuchtung der Heiden. Segne diese Kerzen, die wir zu deinem Lob entzünden. Führe uns auf den Weg des Glaubens und der Liebe zu jenem Licht, das nie erlöschen wird. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Und einen Tag später, am 3. Februar, also am kommenden Mittwoch, feiern wir ja Gedenktag des heiligen Blasius. Und mit diesem Gedenktag ist auch eng der Blasius-Segen verbunden. O Gott, unser Leben, unsere Gesundheit, alles, was uns wichtig ist, anvertrauen und darum bitten, dass er uns segnen wird auf die Fürsprache des heiligen Blasius. Ich möchte im Anschluss an diesen Gottesdienst den Blasius-Segen auch virtuell an Sie alle spenden. Jetzt möchte ich Danke sagen von ganzem Herzen Ihnen allen wieder fürs Zuschauen. Wie gesagt, es bewegt uns hier immer wieder zu merken und zu spüren, wo der Gottesdienst überall gesehen wird. Schön, dass Sie mit dabei sind, und vielen herzlichen Dank für die tollen Rückmeldungen, die es immer gibt. Danke möchte ich auch wieder allen sagen, die mit dabei waren hier in der Kirche, die dafür gesorgt haben, dass wir so feierlich und festlich miteinander feiern konnten. Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen einen erholsamen und gesegneten Sonntag und eine gute neue Woche. Und möge das Fest der Darstellung des Herrn und auch das Fest des heiligen Blasius uns deutlich machen, dass wir erleuchtete Menschen sind. Dass Gott mit seinem Licht unser Leben hell machen will, sodass wir immer wieder die Kraft haben, es zu leben und zu bestehen. Bitten wir Gott um seinen Segen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Er segne euch und alle, die ihr im Herzen tragt, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Kommenden Wochenende übertragen wir den Gottesdienst aus der Kirche St. Georg zu Aschhausen, und wir freuen uns, wenn viele mit dabei sind und wenn wieder viele einschalten und mit uns Gottesdienst feiern. Geht hin
in Frieden. Dank sei Gott, dem Herrn. Thank you.